Dammit. Naja, lief doch hinten raus noch ganz gut. Weil für das große Joss-Turnier brauchen wir jetzt dann auch Kohle ohne Ende. Ja! Trink mal was. So. Auf zum Haus des Joss. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Joss. Joss. Der Anfänger. Zum Kuckuck mit dem ganzen Kram. Was hätte ich da doch für einen Feind. Was hatte ich da doch für eine feine Strähne? Jawohl! Pah, ich werde nie gut genug sein, um König Stolzmoor herauszufordern. Sieh an, sieh an! Ist das da etwa ein brandneues Joss-Deck? Vielleicht könnten wir ja mal zusammen die Regeln durchgehen, ja? Mein Geist ist so gestählt wie meine Rüstung. Ich kann auch ohne jegliche Vorkenntnisse einen Buben eine Lektion beim Kartenspielen zuteil werden lassen. Zur Seite! Mit Verlaub, Eure Hoheit, ohne fundierten Rat werdet ihr filetiert und eure Reichtümer sinnlos verprasst werden. Es wäre sowohl weise als auch ruhmreich, wenn wir uns im Joss üben würden, Milord. Okay, von mir aus. Bereit für einen kleinen Walzer auf dem glatten Parkett des Kartenspiels, Eure Majestät. Okay, das ist jetzt das Kartenspiel, das uns jetzt auch begleiten wird durch das Abenteuer mit Sicherheit. Das ist recht simpel, aber strategisch tiefgehend. Und ich habe noch kein... Ich habe es wirklich, wie gesagt, nur kurz reingespielt. Ich habe noch nicht das richtige Gefühl dafür bekommen. Aber es ist eine interessante, ziemlich neue Idee. Die gab es so, soweit ich weiß, noch nicht. Ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Um beim Joss zu gewinnen, müsst ihr euch mehr Edelsteine als euer Gegner holen. Zu Beginn wählt eine Karte aus eurem Blatt und legt sie auf das Brett. Das machen wir jetzt mal. Mit dem Eichhörnchen fangen wir an. Das legen wir hier hin. Wie das Tutorial es von uns will. Deckt eure Karte einen Edelstein ab, nehmt ihr ihn an euch. Doch ihr könnt nicht einfach eine Karte auf einen Edelstein legen. Ihr müsst sie auf ihn schieben. Pfeile geben euch die Richtung an, in die ihr eure Karten schieben könnt. Schiebt die Karten, die Karte, die ihr bereits abgelegt habt, so, dass ihr den Edelstein an euch nehmen könnt. So, also die Karte hier, die Skelettkarte, um das nochmal zu erklären, kann jetzt andere Karten nach links oder rechts schieben, weil sie einen Links- oder Rechtspfeil hat. Aber nicht nach oben oder nach unten. Und jetzt kann ich quasi mit der Skelettkarte mein Eichhörnchen drüber schieben auf den Edelstein. Somit gehört er jetzt vorübergehend mir, aber das Match ist noch nicht vorbei. Genau. Wie ihr seht, habe ich mir den Edelstein geholt, indem ich eure Karte nach oben verschoben habe. Schiebt die Karte nach rechts, um euch den Edelstein zurückzuholen. Ach so, ich schieb. Ah ja, genau. Ach, ihr könnt aber die Karte nicht dorthin schieben. Eure Karte wird von einer Seite entgegengesetzter Pfeil blockiert. Es gibt immer noch einen Weg, meine Karte von dem Edelstein zu schieben. Ihr könnt eure Karte dazwischen schieben. Genau, ich kann jetzt quasi meine Karte nicht rüberschieben, weil da zwei entgegengesetzte Pfeile zusammentreffen. Das geht nicht. Ich kann allerdings seine Karte ganz einfach verschieben. Die Partie ist fast vorbei. Das Spiel hat ein Ende, wenn die mittleren Felder belegt sind. Jeder Spieler muss bei seinem Zug eine Karte ablegen, doch der einzelne Zug, den ich machen kann, kostet mich die Partie, der einzige Zug. Ich kann nicht anders.
King Knight gewinnt. So, Übungspartie gewonnen. Vortreffliche Partie, my Lord. Es ist schön, nur zum Spaß zu spielen. Bei einem echten Spiel zieht der Gewinner eine Karte und ihr wisst schon, behält sie. Und das ist wirklich so. Wir können auch Karten verlieren, wenn wir Spiele verlieren. Das ist gefährlich. Das ist, ich erkläre, während ich die Partien jetzt spiele, nochmal, während ich sie spiele, was ich genau mache, dann ist es, glaube ich, leichter zu verstehen. Der spielende Junge. Ich bin ich schnell? Ich bin schon der Beste beim Tjost. Ich will der Beste und der Schnellste sein. Ich muss ein Kind herausfordern? Die Tjost-Krone wird mir ja praktisch in den Schoß fallen. Hey, spielen wir Tjost oder was, mein Herr? Ja. Ich habe Käferlein und Hüpferlein-Karten. Wow. Ich habe auch Käferlein-Karten, glaube ich. Oder? Bin mir gar nicht sicher. Okay, also. Jetzt passt auf. Das ist jetzt... Ich habe jetzt echt blöde Karten auf der Hand für die Ausgangssituation gerade. Weil ich die gar nicht so verschieben kann, wie ich das gern machen würde. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier ein Eichhörnchen hinlegen. Für den Anfang. Dammit, ich habe echt kein Glück. Okay, der hat mein Eichhörnchen jetzt nach oben geschoben. Als nächstes will er offensichtlich mit seinen Käfern die andere Karten nach rechts schieben können, seine Käferkarte, die er jetzt hier liegen hat, nach rechts auf den Edelstein schieben. Und das werde ich jetzt verhindern. Ich kann gerade nicht viel machen, aber ich kann ihm zumindest einen Strich durch die Rechnung machen. So, das ist super gut, weil jetzt habe ich quasi... Nein, warte, ich muss aufpassen. Oh, das stimmt, jetzt passt auf. Ich wollte jetzt schon meine Karte... Nee, es passt schon, es stimmt schon. Ich schiebe jetzt meine Karte auf den Edelstein. Aber er kann dann meine Karte... Nee, das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen. Ich muss es anders machen, weil sonst schiebt er meine Karte wieder vom Edelstein und hat gewonnen. Das kann er mit seinen Karten, die er da hat. Ah, das ist echt kompliziert jetzt. Hallo, Fichtenholz. Ich komme gerade von einem 3-Stunden Super Mario 64 Marathon wieder. Cool. Wir spielen das neue Shovel Knight Add-on. Oder eigentlich ist es ein Standalone-Spiel. Aber in der Shovel Knight Treasure Trove Collection sind ja alle 4 mit dabei. Und jetzt wurde eben das letzte released. Schon vor einiger Zeit, ein paar Wochen oder so. Na gut, ich schiebe deswegen jetzt seine Karte mal nach oben. Jetzt muss er mich auf den Edelstein schieben, ganz genau. Er hatte gar keine andere Wahl mehr. Was anderes wäre nicht gegangen. Ja, stimmt. Stimmt, was anderes wäre gar nicht gegangen. Der musste mich jetzt quasi auf den Edelstein schieben. Cool, somit habe ich gewonnen und jetzt darf ich ihm eine Karte klauen. Und ich nehme jetzt das Hüpferlein, weil das kann sowohl nach oben als auch nach rechts verschieben. Seine Käferlein sind langweilig. Ein Siegespunkt, 300 Gold und ein Hüpferlein. Jetzt gehe ich gleich mal auf mein Deck. Schmeiße einen langweiligen Käfer raus und schiebe stattdessen das Hüpferlein rein. Yeah! Okay. Shovel Knight kennst du nicht. Shovel Knight ist, hab's vorher schon öfter gesagt, meiner Meinung nach eines der besten dieser ganzen retro-anmutenden Jump'n'Run-Spiele. Plattformer. Weil es wirklich eine sehr direkte, sehr akkurate, sehr tolle Steuerung hat. Sehr modern ist, was das angeht. Vom Stil her, vom Aussehen und auch vom Audio-Design her allerdings perfekt retro ist und super in so eine Mega Man-Kerbe schlägt. Aber das Gameplay ist eben sehr, sehr, also viel besser als in den meisten Retro-Spielen, muss man einfach sagen. Und jetzt mit dem neuen Add-on gibt es eben auch so ein nettes Kartenspiel. Kein Gwent, nein. Es reicht nicht für ein Standalone-Spin-Off, das stimmt. Aber es ist nett. Es wird noch komplexer. Das war jetzt das kleine Brett, es gibt ein größeres Brett. Das wird taktisch noch tiefgehender auf jeden Fall. Aber ja, genau. Nun, schätze mal, ich bin nicht mehr der Beste beim Tjont. Beim Tjost. Vielleicht auch nicht mehr der Schnellste. Junger Untertan, höre meinen royalen Ratschlag. Du brauchst gar nicht der Schnellste zu sein. Sag den Leuten einfach, dass du's bist. Aber wäre das dann nicht gelogen? Keine Ahnung. Aber wenn du nie gegen jemanden antrittst, kann dir keiner das Gegenteil beweisen. Verstehe. Du hast recht. Du hast echt recht. Wow, vielen Dank.
Ich bin der Schnellste. Mir läuft keiner weg. Ein sehr guter royaler Ratschlag. Einfach immer so tun, als wären wir der Beste. Die alte Dame. Versuch's doch bei den Burschen in der Kiste hinten im Keller, unten im Keller, wenn du Karten brauchst. Er ist dein Mann. Ach so, der Händler. Okay. So, der Ziegenbock ist unser nächster Gegner. Der Ziegelehrter. Was? Ziegelehrter. 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 Hm, okay. Was für ein köstliches Spiel Joss doch ist. Ich meine, erbaulich. Wenn ich das spiele, bin ich wieder wie ein Zicklein. Ich kann wirklich nicht meckern, denn jetzt bin ich unbesiegbar. Willst du dir bei mir die Hörner abstoßen? Ja. Seit Tagen brüte ich nun schon über meinem Deck. Doch jetzt bin ich bereit, dich zu beziegen. Ziegenwortwitze. Das edle Stück Software gibt's eigentlich überall. Also in der Shovel Knight Treasure Trove, so heißt das. Das ist quasi das Gesamtpaket. Da sind alle vier Kapitel von allen vier Helden oder Antihelden mit drin. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Aber wenn du dir nicht sicher bist, dann kauf erstmal nur Shovel Knight Shovel of Hope. Das ist quasi das erste Kapitel. Ist ein vollständiges Retro-Spiel, das über viele Stunden hinweg begeistern kann. Und dann kann man sich immer noch die anderen drei Kapitel dazu kaufen, wenn man Bock drauf hat. Gibt's für alles Mögliche, glaube ich. Ich spiele es jetzt auf der Switch. Aber gibt's, glaube ich, also auf definitiv für PC und 100%ig eigentlich für PS4 und Xbox auch. iOS weiß ich nicht. Okay, schauen wir mal. Jetzt wird's schon komplexer. Jetzt haben wir ein größeres Spielfeld, 3 auf 3. Wir haben 3 Edelsteine. Wer 2 davon am Schluss hat, gewinnt. Also gut, unser Ziegenkerl hat schon mal mit einem Eichhörnchen da unten eröffnet. Er hat auch 2 Karten, die andere Karten nach oben schieben können und wird das Eichhörnchen jetzt wahrscheinlich dann gleich nach oben schieben. Ich könnte das Eichhörnchen nach links schieben, aber dann ist es auch auf einem Edelstein. Aber jetzt am Anfang ist ehrlich gesagt fast alles egal. Deswegen mache ich das jetzt auch. Ich habe gerade aber echt keine günstigen Karten, aber ist egal. Ich schieb den jetzt mal drüber. Beschlagnahmen wir mal den ersten Edelstein. Ich verstehe. Das ist gar nicht doof, was der hier macht. Ich schieb jetzt mal... Oh, das ist gut. Weil das Pferd, das ich da jetzt hingelegt habe, hat einen Pfeil nach links. Der kann mich nicht mehr einfach so nach rechts schieben. Also, den Edelstein habe ich sicher. Oder relativ sicher. Und wenn ich jetzt einfach hier die Karte hinlege, kann er keine mehr spielen, oder? Ach doch, natürlich kann er eine spielen. Ist ja Quatsch. Ich will nur den Drachen... Oh, wisst ihr was? Doch, natürlich mache ich das. Ich schiebe den Drachen jetzt auf den letzten Edelstein. Dann habe ich 2, er hat eine, das Brett ist voll und ich habe gewonnen. Was mache ich denn? Quatsch, hätte ich schon eine Runde vorher machen können. Cool. Und wir dürfen uns jetzt eine Karte von ihm nehmen. Ich nehme... Ja, entweder... Ich nehme den... Ja, den natürlich nehmen wir hier. Den Goldpanzer. Sehr gut, den werde ich gleich in mein Deck bauen. Werfen wir einen Pferderitter raus. Ein Turbozosse. Und nehmen dafür den Goldpanzer rein. So machen wir das. Hallo, Primutos, wie geht's? Ich habe gerade wieder ein bisschen XCOM 2 gespielt. Da muss ich gleich spontan an die Mutons denken aus XCOM. Bei dem Namen. Ah, hallo, Sister. Ich habe dich ganz übersehen. Hallo. Wer bist du denn? Wirtschaft! Ich nehme einen königlichen Kelch deines feinsten Saftes. Auf mich, den zukünftigen König der Karten. Den zukünftigen König? Bei deinem Lametta-Fummel hätte ich bald schon erwartet, du schmeißt eine Runde für den ganzen Saal. Nun, in der Tat, vielleicht mache ich das sogar.
Ja, machen wir. Wenn wir es uns leisten können, ich weiß es nicht. Ja, fürwahr. Saft fürs Haus, vom Besten für alle. Auf eine neue Ära meines Triumphs. Unfassbier. Kolossale Kelche für alle. Unsere neuen Philanthropen da drüben zahlt. Unser neuer Philanthrop da drüben zahlt. Das macht dann 5000 Gold für diese überaus freundliche Geste, werter Herr. Oh, ja, da hast du das Geld. Nun, ruhig Blut, mein Herz. Wir haben einen neuen Stammgast. Auf King Knight. Ein dreifaches Prost auf den König dieses Hauses. Yeah! Die Hörner des Herolds haben wir dafür bekommen. Hol dir Gold zurück und bedecke deine Gegner mit Konfetti. Okay, cool. Das ist jetzt eine passive Fähigkeit. Es gibt quasi neben dem Hauptangriff auch immer Zweitfähigkeiten, wie die Magie in Castlevania oder sowas. Die verbraucht auch quasi so eine Energie, die man aufsammeln kann. Und genau, sowas halt. Das haben wir jetzt. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht, wie man das benutzt überhaupt. Würde mich interessieren, nur aus Interesse. Ah! So macht man das. Gut zu wissen. Hallo, Frosch! Der Quacker! Schon gewusst, hat mich 3 Ebenen gekostet, hierher zu reisen. Und man ist meine Rüstung müde. Du musst extra ganz hier hinaufgekommen sein, um dir mein Chost-Rätsel anzusehen. Das ist doch der Gipfel! Du musst in einem Zug gewinnen. Nennt man wohl ein Einzel. Willst du dich an meinen Rätsel versuchen? Ja, machen wir Rätsel. Das ist gut. Mir geht's gut. Dankeschön. Alles cool eigentlich. Ich kann mich nicht beschweren. Okay. Also, ein Rätsel, das ich jetzt in einem Zug gewinnen muss. Die Karte, die wir hier haben, kann ich im Grunde nur nach oben schieben. Ja, dann mache ich das. Bam, das war leicht. Moment mal, der darf auch noch ziehen. Ah, okay, okay. Das ändert alles. Revanche. Ich verstehe. Der darf nochmal einen Gegenzug machen. Dann, muss ich einfach nur die andere Karte nehmen und alles genauso machen. Weil die Karte kann er dann nicht drüber schieben nach links, weil sie einen Pfeil nach rechts hat, quasi. Und somit kann er jetzt nichts machen. Und ich habe gewonnen. Ende gut, alles gut. 300 Gold. Na wunderbar. Moment mal, du hast es rausgekriegt? Das sollte doch unmöglichst unmöglich sein. Das ist doch Chost für den Ausguss. Was? Nun, hast du schon alles zusammen? Es gibt mehr als nur ein Rätsel. Ich habe da immer noch ein paar Kniffelkarten auf Lager. Na, hast du Lust? Okay, machen wir noch eine Runde. Hi, Hawkeye, hallo. So, jetzt passt auf. In einer Runde gewinnen. Boah. Und der hat alle 3 Karten im Beschlag. Wie soll denn das jetzt gehen? Das wird hart. Der hat alle 3 Rubine, meine ich, im Beschlag. Ich kann... Aha, ich weiß es. Ich weiß es. Aber... Wenn ich... Und dann... Nee. Ich muss überlegen. Voll Crusader, dankeschön fürs Verschenken eines Abos an Mr. Hawkeye. Voll nett von dir. Dankeschön. Ja, yeah, da explodiert das Spendenglas. Ich... Versuch mal was. Aber nee, dann schiebt er mich einfach weg und ich hab verloren. Das geht nicht. Das geht nicht! Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich bin jetzt echt verwirrt. Weil ich könnte jetzt, wenn ich die runterschiebe, gehören mir 2 Edelsteine. Aber dann nimmt er sein Pferd. Nee, kann er nicht. Genau. Ah, ich sehe schon. Alles gut. Ich hab was übersehen. Na, dann passt.
Wunderbar. Der Router spinnt. Ich hasse Spinde-Router. Wir haben jetzt echt mal letztes Jahr echt viel Geld für einen anständigen Router ausgegeben, weil unserer war auch bescheuert. Hat echt geholfen. Router und ein Repeater und jetzt haben wir überall perfektes Internet, keine Abbrüche mehr. Alles ist viel stabiler. Das lohnt sich schon, so eine Investition, leider. Aber gut, ist halt auch teuer. Genau, eine Fritzbox haben wir auch jetzt uns geholt. Ich will keine Werbung machen, aber ich habe auch nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ist ja eine Dauerwerbesendung, steht ja da oben. Also, Fritzbox, yeah. Man braucht nicht König zu sein, um zu kapieren, dass dieses letzte Rätsel für wahr die Krönung ist. Na, willst du mich mal ein wenig aufmischen? Okay, noch ein Rätsel. Siege in einem Zug. So, jetzt passt auf, wie siegen wir hier in einem Zug? Ich könnte das Pferd hier einfach nach unten schieben. Dann würden mir zwei Edelsteine gehören. Dann kann er mich aber super easy mit seinem Pferd einfach wegschieben. Also das geht nicht. Das geht nicht. Aber was soll ich sonst machen? Ich wüsste nicht, was ich... Ich mach das jetzt mal, weil ich wüsste wirklich nicht, was ich sonst machen sollte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann verliere. Unentschieden. Ja genau, falscher Zug. Okay, dann müssen wir uns das nochmal genauer anschauen. Was habe ich denn überhaupt sonst noch für Möglichkeiten, ist die Frage. Vielleicht muss ich gar nicht unbedingt zwei Edelsteine besitzen, weil er kann sich auch keinen zweiten Edelstein holen. Es reicht, wenn ich den einen Edelstein, den ich habe, verteidige. Und das kann ich relativ leicht machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Achso, das kann nicht funktionieren. Ob das funktioniert. Ganz genau. Es geht gar nicht darum, dass ich mehr Edelsteine kriege. Es geht nur darum, dass er keine kriegen kann. So einfach war's. Ja gut. Tja, da habe ich mal wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Wobei das alles andere als ein abgekatertes Spiel war. Cool, eine Karte. Quacker. Oh, Quacker hat jetzt einen Doppelpfeil. Das ist super cool, weil mit Doppelpfeil, also nach links auf der Karte, kann ich andere Karten mit dem Pfeil nach rechts trotzdem verschieben. Nur Doppelpfeile können den Doppelpfeil blocken. Wer hätte das gedacht? Okay, ich habe vergessen, mein Deck gleich zu bearbeiten. Schmeißen wir mal irgendein so ein lames Eichhörnchen raus und holen uns dafür Quacker, den Doppelpfeilhelden. Also im Grunde, das ist mit der Dauerwerbesendung so eine Sache. Theoretisch müsste jeder Let's Player und jeder Streamer eigentlich immer Dauerwerbesendung da stehen haben. Wahrscheinlich zumindest. Und ich habe mir gedacht, quasi, weil wir in irgendeinem Stream mal als Gag quasi über Serviervorschläge geredet haben und basiert auf einer wahren Begebenheit, dass ich das jetzt alles bei mir reinschreibe und dann sind wir da auf der sicheren Seite. So wie ich das Spiel spiele, das ist nur ein Serviervorschlag, hat eventuell nichts mit der Realität zu tun, wenn man selber spielt. Alles, was ich sage, basiert auf einer wahren Begebenheit, ist aber nicht unbedingt zutreffend und alles ist sowieso eine riesige Dauerwerbesendung. Und fertig. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Der Christian. Hallöchen, eure Hoheit. Ich hätte da ein paar brandneue Sachen, um noch mehr Schwung in die nächste Partie Jost zu bringen. Warum nicht mal einen Blick riskieren? Okay, wir können jetzt entweder hier zufällige Karten kaufen, die aber nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wirklich neu sind, oder Cheats. Wir können schummeln. Und das ist super mächtig. Und das brauchen wir beim nächsten Boss, weil der ist krass. Soweit habe ich gespielt. Und Dark Knight oder Black Knight heißt er, glaube ich. Der Hauptantagonist von Shovel Knight. Oder der direkte Konkurrent. Der ist nicht der Anführer von dem Bösen, aber der direkte Konkurrent von Shovel Knight. Ist ein krasser Boss. Deswegen kaufe ich jetzt den Cheat hier. Mit dem kann ich meine ganzen drei Karten auf einmal spielen, bevor der andere überhaupt wieder drankommt.
Der cheatet auch. So ist es nicht. Ich gleich nur aus hier. Warte mal, das da oben sieht komisch aus. So, so. Reichtümer. Und eine neue Karte. Oh, der Bade. Vergiss nicht, sie deinem Deck hinzuzufügen. Ja, das stimmt. Der Bade ist auch nicht schlecht. Da schmeißen wir mal einen Schleim dafür raus. Dann haben wir ein paar echt gute Karten auf der Hand. Na, ich will zu dem Pferdchen. Hallo. Der Rüpel. Von dir habe ich hier jedem... was? Von dir habe ich hier je weder Huf noch Haut gesehen, Goldi. Das hier ist mein Posten. Wenn du Chost mit einem Pferd wie mir spielst, kommst du unter die Hufe. Aber wenn du unbedingt willst... Okay, spielen wir mit dem Rüpel. Du wirst bei Christian ein Vermögen abdrücken müssen, um dir all die Karten zurückzuholen, die ich dir abluchsen werde. Oder so. Was ist eigentlich ein Bade? Ein Bade ist ein Sänger, ein Musikant, ein mittelalterlicher Lauten meistens Musikant. Rittersporn ist ein Bade quasi, wenn dir das was sagt aus Witcher. Okay, schauen wir mal. Der hat schon ein paar echt gute Karten auf der Hand. Mal gucken, was wir da machen können. Wir haben aber unseren Quacker auf der Hand und der ist ziemlich mächtig. Ich spiele jetzt einfach mal den Käfer. Schauen wir mal, was er macht. Momentan nichts Weltbewegendes. Okay. Dann vermassle ich ihm die Tour und schieb seinen gleich mal ins Aus. Habe ich den schon mal umzingelt hier jetzt, den Edelstein? Oh ja, okay. I see. Das ist nicht so gut. Aber wenn ich jetzt die Karte spiele, habe ich gewonnen. Tja, so viel dazu, Rüpel. Was für ein Loser. Dann nehme ich ihm gleich mal hier den Fatsubi. Ist nämlich gar nicht schlecht. Da schmeißen wir wieder irgendwen raus, so einen Käfer. Und nehmen den Fatsubi. Sehr gut. So, wartet mal ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Ich muss nur schnell was erledigen.